Schön, dass Sie sich für Lean interessieren. Wir werden immer wieder gefragt, wie Lean und Kaizen in der Praxis funktionieren. Nun, ich könnte Ihnen einen kompletten Produktions- oder Administrationsprozess vorführen, der mit Lean optimiert wurde. Aber dazu ist dieser Film eindeutig zu kurz. Wir haben Ihnen dafür ein spannendes Beispiel aus dem Alltag aufgebaut. Den Coffee Kaizen. Darin kommen die 7 berühmten Verschwendungen vor, die Lean bekämpft. Unnötige Bewegungen, langweilige Wartezeiten, überflüssige Verarbeitungsschritte, Überproduktion in Menge und Qualität, Qualitätsmängel, jegliche Art von Lagerbeständen und physische Transporte. Den folgenden Film haben wir gemeinsam mit unserem dänischen Geschäftspartner Implement für Sie erstellt. In den Szenen aus der Kaffeeküche kommen Betriebsmittel, ein Kunde, Mitarbeiter, Produktionseinheiten, Lagerbestände und viele, viele Verschwendungen vor. Wie viele Verschwendungen finden Sie? Kommen Sie doch bitte mit in die Kaffeeküche. Das ist Michael. Ja, ja, hallo Mike. Ja, abgemacht. In 10 Minuten? Sehr gut. 10 Minuten auf jeden Fall. Also bis dann. Ja, bis tschüss. Jetzt. Hi.
Herein! Hallo Mike. Hallo Michael. Willkommen. Danke. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Ich hätte lieber eine Cola. Ich denke, ich habe keine Cola da. Ich hoffe, dass Sie das Video genossen haben. Es zeigt den einfachen Prozess der Kaffeezubereitung. Ich hoffe und ich liege sicher richtig in der Annahme, dass Sie viele Verbesserungsmöglichkeiten gesehen haben. Das passiert oft, wenn man sich die Zeit nimmt, einen Prozess zu beobachten. Man kann die vielen kleinen Verbesserungsmöglichkeiten sehen, die gemacht werden könnten. Oft, wenn wir zur Arbeit kommen, nehmen wir uns aber nicht die Zeit zu beobachten, wo Verbesserungsmöglichkeiten zu finden sind. Stattdessen verwenden wir den ganzen Tag, um Problemen nachzurennen, anstatt uns Zeit zu nehmen und grundsätzliche Verbesserungen vorzunehmen. Aber heute haben Sie hier und jetzt die Möglichkeit, den Prozess zu beobachten und Verbesserungen zu finden. Um den Prozess in der richtigen Reihenfolge betrachten zu können und die Verbesserungen zu realisieren, müssen wir die 7 Waste-Formen verstehen. Wir gehen diese kurz durch. Eine Sache, die Ihnen vielleicht aufgefallen ist, ist die Bewegung. Diese ist die erste Art von Waste. Wie oft habe ich schon nach etwas gesucht und konnte es nicht dort finden, wo ich es vermutet habe? Die Kaffeefilter und der Kaffee hätten neben der Maschine gelagert werden können. Aber stattdessen brauchte ich Zeit, um danach zu suchen, was mir überhaupt nichts brachte. Bewegung ermüdet uns bei der Arbeit und benötigt Zeit, und der Kunde ist nicht bereit, dafür zu bezahlen. Dies passiert täglich bei unserer Arbeit. Wir suchen nach Rechnern, Schreibern, Material, Werkzeugen und so weiter. Und das ist Waste. Eine andere Sache, die Sie vielleicht bemerkt haben und die Sie eventuell ein bisschen irritiert hat, ist die Zeit, in welcher wir auf den Kaffee gewartet haben. Ein Teil dieser Wartezeit könnte als wertschöpfende Zeit betrachtet werden, falls der Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen. Zum Beispiel die Zeit, während der Kaffee zubereitet wird. Aber es gibt keinen Grund dafür, warum ich diese Zeit nicht für andere Tätigkeiten verwenden könnte. Viel zu häufig werden teure Maschinen gekauft und die Leute denken, dass sie die automatisch funktionierenden Maschinen immer überwachen müssen. Sie warten bei der Maschine. Viele andere Aufgaben könnten während dieser Zeit erledigt werden, beispielsweise das Finden und Auffüllen von Material, das Vorbereiten für den nächsten Schritt oder das Ausführen von präventiven Wartungsarbeiten. Das war die Wartezeit, welche ebenfalls Verschwendung ist, aber es gibt noch weitere Arten von Waste. Das nächste, was wir gesehen haben, war unnötiger Transport. Natürlich müssen wir Material von einem zum nächsten Prozess verschieben. Aber wir müssen uns auch fragen, ob wir die Dinge nicht näher platzieren könnten. In unserem Beispiel bewegte ich mich zum Wasserhahn und brachte das Wasser zurück zur Maschine. Wir könnten die Maschine näher zum Wasserhahn stellen. Wir könnten auch eine automatische Lösung finden, bei der ich zum Wasserhahn und wieder zurückbefördert werde. Aber das wäre eine teure Lösung und würde das Problem weder lösen noch den Waste beseitigen. Es würde lediglich den Waste automatisieren. Die Lösung für das Problem ist also, die Arbeitsmittel näher zu platzieren, um den Transport-Waste zu beseitigen. Der nächste Waste sind Lager und Lagerungsvorgänge. Wenn wir Lager sagen, meinen wir nicht nur das Lager, in dem Rohmaterial und das Lager mit den gefertigten Gütern stehen, sondern alle Orte, die wir wählen, um Dinge längere Zeit abzustellen, bis wir sie später wieder benötigen. Das Lagern bedeutet für den Kunden keine Wertschöpfung und er ist nicht bereit, dafür zu bezahlen. Wir müssen uns selber fragen, ob unsere Büro- und Produktionshallen Lagerplätze oder Arbeitsplätze sind. Ja, wir haben noch mehr Arten von Waste. Es gibt Ausfälle, Unterbrüche, Defekte und Nachbearbeitungen. Da gibt es zweifellos niemanden, der dies nicht als Waste bezeichnen würde.
Wie auch immer, diese Dinge passieren mehr oder weniger die ganze Zeit. Oft müsste nur wenig dagegen getan werden, um diese Dinge zu ändern. Im Video sahen wir mehrere Beispiele. Ich verschüttete während der Kaffeezubereitung beispielsweise das Kaffeepulver. Ich bemaß es falsch oder war mir nicht sicher, wie viel ich benötige. So musste ich einiges in die Dose zurückgeben, es also nachbearbeiten. Das ist natürlich Waste. Die nächste Art von Waste ist Überverarbeitung. Das sind alltägliche Prozesse, die wir durchführen, wie wir sie immer durchgeführt haben. Sie sind zu einer Gewohnheit geworden, aber sie sind sicherlich auch verschwenderisch. Ein Beispiel im Film dazu. Als ich mit dem Löffel Kaffeepulver in die Maschine füllte, wie gut war es? Wie gut habe ich das Kaffeepulver jedes Mal eingefüllt? Ist der Kaffee gleich stark wie sonst auch? Das ist Überverarbeitung und das ist Waste. So, jetzt sind wir bei der letzten Art von Waste angekommen, der Überproduktion. Und dies ist die schlimmste Art von Waste. Überproduktion ist, wenn wir etwas produzieren, ohne sicher zu sein, dass der Kunde es auch wirklich haben will oder benötigt. Der Grund, warum das die schlimmste Art von Waste ist, ist, weil wir Ressourcen und Material verbraucht haben, um etwas zu produzieren, von dem wir nicht wissen, ob es auch gebraucht wird. Dann lagern wir die gefertigten Produkte, die wir nicht mehr verändern oder anderwertig verarbeiten können. Wir errichten ein Lager, das, wie wir wissen, Waste ist. Wenn wir die Produkte lagern, dann müssen wir sie wieder in die Hand nehmen und bewegen. Zusätzlicher Transport und Handhabung bedeutet auch Waste. So, das ist der Grund, warum Überproduktion die schlimmste Art von Waste ist. In diesem Beispiel wurde gezeigt, dass alles, was ich produziert habe, Überproduktion war. Denn ich vergaß eine wichtige Sache, bevor ich die Produktion startete. Ich vergaß zu beachten, was mein Kunde tatsächlich wollte. Er wollte keinen Kaffee haben und deshalb war der ganze Produktionsprozess Waste. Ich goss den ganzen Kaffee weg und das ist der Grund, warum Überproduktion die schlimmste Art von Waste ist.